Vielen Dank für das nette Intro. Normalerweise rede ich immer ungern über mich selbst, weil meine Mission ist es, das Thema Generation Z weiter nach vorne zu bringen. Aber heute möchte ich euch einfach mal die Geschichte erzählen, wie ich mit 14 meine erste Firma gegründet habe, wie ich das Projekt aufgebaut habe und was am Ende für mich dabei auch entscheidend war. Ganz wichtig zu wissen, ich habe keine Lebenserfahrung, also ich habe jetzt keine 20 Jahre Erfahrung. Wahrscheinlich habt ihr in eurer Industrie mehr Erfahrung gesammelt, als ich mittlerweile alt bin. Dennoch möchte ich einfach mal meine Insights so weitergeben und ich bin mir sicher, für den einen oder anderen ist da durchaus was Spannendes dabei. Ja, ich bin besides meiner ganzen Projekte und die ich mache, auch auf Social Media aktiv, was uns auch super viel gebracht hat. Also klar, ich habe auf Instagram nur 3000 Follower und bin vielleicht nicht der große, relevante deutsche Influencer. Wir haben aber super viele Kontakte zu den Influencern und zu den Großen in Deutschland. Und das hat uns auch aus Business-Sicht total geholfen, weil auf der einen Seite kann man sich vorstellen, wenn wir eine Influencer-Kampagne gemacht haben, dann ging es oft darum, hey, lass uns doch mal Bibi einbuchen, lass uns doch mal Dagi einbuchen, so diese ganz großen Influencer, die man kennt. Warum? Nicht, weil sie funktioniert haben, nicht, weil sie gepasst haben, sondern weil irgendwie die Tochter vom Vorstand die Influencerin ganz cool fand. Und so haben wir festgestellt, wenn wir direkten Kontakt zu den Influencern haben und selbst eben in der Szene auch öffentlich aktiv sind, können wir sie oft einfach schlichtweg günstiger einbuchen, weil wir müssen nicht über zig Managements und Agenturen gehen, sondern können quasi direkt uns mit dem Künstler vernetzen. Und so bin ich quasi selbst auch zu Social Media gekommen. Und möchte euch einfach mal so ein bisschen berichten, wie das Ganze angefangen hat. Weil eines der Learnings, und da bin ich auch ganz ehrlich und auch ganz kritisch, ist, dass wir online und öffentlich immer einen Schritt weiter waren, als wir eigentlich waren. Hier, das war ein Artikel aus der Bild aus 2016, damals war ich 14. Wie das Ganze zustande gekommen ist, ist eigentlich ganz lustig. Und zwar war ich auf den Video Days zu Gast. Die Video Days waren das größte deutsche YouTube-Event. Alle großen Creator waren da. Super viele Marken haben sich das angeschaut und eben auch Journalisten. Und irgendwie ein Interview ist denen abgesprungen und dann haben die mich gefragt, ich habe damals für so eine Jugendredaktion geschrieben, ob ich nicht Lust hätte, denen ein bisschen über meine Projekte zu erzählen. Und dann kommt so ein Artikel mit so einer riesen Headline, wo ich gerade mal irgendwie einen Monat vorher die Idee hatte. Klar hat uns das viel gebracht und war in einer gewissen Weise auch ein Push, aber es hat dazu geführt, dass wir in vielen Fällen einfach öffentlich ganz anders wahrgenommen wurden, als wir gerade bei unseren Projekten waren. Und das hat uns am Ende auch dazu gebracht, dass ich quasi für mich gesagt habe, okay, wir müssen das Ganze ein bisschen zurückstellen. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir wirklich gut können. Und das fällt einem oft gar nicht so schwer. Weil wenn ein Kunde sagt, hey, wir wollen nicht nur die Beratung bei euch einbuchen, wir wollen auch die Umsetzung machen. Und das ist eigentlich schon für mich zumindest immer eine sehr große Ehre gewesen. Dann sagt man natürlich nicht nein. Obwohl es natürlich Experten gibt, die zum Beispiel im Thema Umsetzung, Videoproduktion, Kreation vielleicht viel, viel besser in ihrem Bereich gewesen wären. Und so ist quasi auch da mein Learning an alle. Man sollte halt nicht was öffentlich teilen, was so vielleicht in der Form noch gar nicht existiert, einfach damit man halt immer den Punkt dokumentiert und nicht Social Media so nutzt, wie es die meisten Influencer tun. Weil wenn ich irgendwie unter Hashtag Entrepreneur auf Instagram schaue, dann sehe ich da nicht, wie jemand irgendwie um 3 Uhr nachts noch Angebote rausschickt, E-Mails schreibt und seine Arbeit macht, sondern sehe ich irgendwie Privatjets, Champagner, tolles Essen und sowas alles und halt absolut nicht das, was eigentlich Unternehmertum ausmacht. Und ich glaube, da müssen wir halt dran arbeiten, öffentlich ein bisschen zurückzufahren und einfach mal lieber darzustellen, wie es eigentlich wirklich ist. Wie es eigentlich ist, wenn man halt irgendwie ein Team führt, wenn man sich darum kümmert, dass alle Sachen gemacht werden müssen und dass die eben nicht rechtzeitig erledigt werden, dann eben von einem selbst gemacht werden. Und mein Antrieb die gesamte Zeit über, sei es als ich 14 war und mir gedacht habe, hey, ich habe irgendwie Lust, in dem Bereich aktiv zu werden oder heutzutage oder 3 Jahre später, das quasi ja eigentlich gar nicht wirklich eine lange Zeit ist, wo ich halt sage, okay, ich weiß, was mir Spaß macht, ich weiß, worin ich gut bin, ist halt eben das Thema Leidenschaft. Weil viele fragen mich, okay, ja, eigene Firma starten, das klingt ja ganz nett. Wie kannst du das unter 18 überhaupt? Ist das überhaupt rechtlich möglich? Und wie finde ich überhaupt das, was mir dann am Ende halt diese Möglichkeiten bietet? Und für mich war immer meine Strategie oder meine Methode halt zu sagen, okay,
Klar kann es sein, dass du per Gesetz unter 18 nicht Geschäftsführer sein kannst. Das heißt aber nicht, dass du keine Möglichkeit finden kannst, mit deinen Sachen Geld zu verdienen und deinen Projekten. Und ich glaube, auch da war es halt einfach mal total wichtig, nicht immer zu schauen, nein, das geht nicht, das kann nicht funktionieren, sondern zum Beispiel am Beispiel von der Geschäftsfähigkeit, die unter 18 eben noch sehr eingeschränkt ist, halt zu sagen, okay, dann frage ich halt jemanden aus meiner Familie, ob der das übernehmen kann, der mit mir zusammen das Risiko trägt. Oder ich berate mich mal intensiv. Und ich glaube, es gibt für die meisten Sachen immer eine Lösung, wenn man die Motivation und den Antrieb dazu hat. Und dann kommt da doch oft die Frage, okay, wie werdet ihr überhaupt ernst genommen? Wenn ihr irgendwie bei großen Vorständen sitzt, letzte Woche saß ich bei einem ziemlich großen Automobilkonzern und das war total komisch, weil ich kam am Empfang an mit meinem Laptop unterm Arm und dann meinten die, ah ja, hat der Herr so und so seine Sachen vergessen, ja danke, dass sie ihn noch mitgebracht haben. Und ich mir dann so dachte, ich muss da in den Konferenzraum, ich habe einen Termin. Und tatsächlich war das so, man kommt in diesen Raum rein, setzt sich hin, alles gut. Man drückt einen Knopf, dann bringen die Essen ein und dann drückt man noch einen Knopf und dann holen sie es wieder ab. Also halt für sehr diskrete Meetings und mit Leuten, mit denen ich privat absolut nichts zu tun haben möchte, die aber einfach auch diese Challenge haben, Generation Z zu erreichen. Und auch da zählt einfach, wenn man das gefunden hat, was einem Spaß macht und weiß, wie man da aktiv werden kann, dann hat man ein ziemlich großes Privileg. Weil ich wusste mit 14, das möchte ich die nächsten 2, 3, 5 Jahre machen und da kann ich auch Know-how drin entwickeln. Und ich glaube, wenn man das weiß und diese Grundvoraussetzungen hat, kann man super darauf aufbauen. Kann sich Leute suchen, mit denen man zusammen seine Projekte startet und durchführen möchte. Kann anfangen, eben sein Team dann weiter auszubauen, erste Kunden anzufragen und so weiter. Aber das war einfach schwierig, halt da zu sagen, okay, das, was in der Öffentlichkeit steht, das ist immer ein Schritt weiter, als wir eigentlich sind. Dann ein Jahr später haben wir tatsächlich erste Kunden an Bord geholt. Ich war einfach total stolz drauf, ob wir damit Geld verdient haben oder nicht, ist die andere Frage. Aber dass wir quasi einfach unsere Leidenschaft leben durften, dass wir Projekte durchführen konnten und dass Leute Wert gelegt haben auf unsere Meinung. Und da war es zum Beispiel extrem spannend und lehrreich für uns, einfach mal in dieses Geschäft reinzuschauen. Weil jeder, der sagt, ich bin 14, 15, 16, wie soll ich das denn schaffen? Cool, dann fragst du 20 Agenturen oder Firmen, was auch immer du gerne machen möchtest, an. Einer von denen wird dich als Praktikanten nehmen. Ich habe zum Beispiel, bevor ich mein eigenes Projekt gestartet habe, 6 Monate for free in einer Werbeagentur gearbeitet, einfach nur, weil ich die Learnings drauf haben wollte. Ich wollte nicht, dass jemand, der vielleicht 20, 25 Jahre lang seinen Job macht, mich mit irgendwelchen Fachbegriffen oder Grundsätzen aus einer Gesprächsgrundlage rauskicken kann. Weil wenn man dieses Know-how hat und sich damit auseinandersetzt, dann kann man auch ohne Probleme mit 20 Jahre jünger so ein Projekt erfolgreich starten und aufbauen. Und das war quasi für uns ein großer Meilenstein, weil das Magazin bei den Online-Marketing-Rockstars hat über uns berichtet und das hat uns in diese ganze Werbeindustrie reingebracht. Also ich habe an einem Tag, ich war gerade eigentlich im Urlaub, habe 120 E-Mails bekommen von Unternehmen, wirklich nennenswerte, also sei es jetzt Red Bull, sei es Levi's, die quasi gesagt haben, hey, wir wollen mit euch arbeiten. Aber auch da war es so, wir hatten nicht mal ein richtiges Büro. Also wir haben alle nur remote gearbeitet, klar ein bisschen Geld damit verdient, aber haben quasi gemerkt, unser Geschäftsmodell funktioniert. Und wenn man dann nicht nur die Möglichkeit hat, diese ganzen Anfragen auch zu bearbeiten, sondern halt auch daraus coole Projekte entstehen, dann hat man quasi diese Grundlage für ein solides Geschäftsmodell, aus meiner Sicht zumindest. Und das Zweite, was ich glaube, was in dem Bereich einfach absolut extrem wichtig ist, ist halt Durchhaltevermögen. Weil ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich denen, wo ich quasi das Praktikum vor meinem eigenen Projekt gemacht habe, gesagt habe, nee, ich gehe jetzt, ich möchte was Eigenes starten, mir sind eure Strukturen zu groß, ich möchte nicht in irgendeinem Konzern arbeiten und ich muss abgesehen davon auch noch zur Schule gehen, haben die erstmal meine Mutter angerufen und mit ihr 2 Stunden drüber diskutiert, warum es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, dass ich mein eigenes Projekt starte und dass es ja eh nicht funktionieren kann, weil ich erst 15, 14, 15, 16 bin. Und das hat für mich nicht gezeigt, okay, vielleicht haben sie recht, vielleicht soll ich drüber nachdenken, so selbstreflektiert muss man halt sowieso sein, sondern vor allem auf der anderen Seite, okay, jetzt möchte ich genau darauf hinarbeiten, dass die irgendwann denken, okay, er hat es vielleicht doch geschafft oder hat doch Spaß und Glück an dem, was er da tut. Und das war immer meine Motivation, also ist vielleicht nicht 100% positiv, aber Durchhaltevermögen ist halt essentiell, weil in dem Moment, wo ich nicht die Möglichkeit habe, zu wissen, wie es morgen weitergeht, muss ich trotzdem mein Ziel im Hinterkopf behalten.
Und gerade wenn man mit Jugendlichen arbeitet, da hat man dann keinen Urlaubsplan, wo jeder dann irgendwie einträgt, wann er gerne mit seiner Familie wegfahren würde, sondern hat einfach einen Klausurplan, wo einfach jeder reinschreibt, wann schreibe ich welche Arbeiten. Und auch da braucht man einfach super viel Geduld und halt auch mit denen arbeiten zu können. Weil für mich ist es viel, viel cooler, mit Gleichaltrigen zu arbeiten, die die gleichen Impulse haben, die das gleiche Konzept im Kopf haben, aber auf der anderen Seite auch halt schwierig, weil die fragen einen natürlich dann genau die Fragen, die man als Chef von einem Team von 10, teilweise 20 Leuten beantworten muss. Wie gesagt, wir haben dann bei Tube Connect bis Ende letzten Jahres mit den größten Marken der Welt gearbeitet. Also wie gesagt, Pizza Hut, McDonald's, Levi's, kennt man alle. Meistens muss ich sagen, sind die großen Unternehmen gar nicht so cool, weil die haben dann irgendwie 100 Seiten PDF-Dateien mit Guidelines und Sachen, die sie alle nicht machen dürfen. Sodass man eigentlich gar nicht richtig die Möglichkeit hat, sich so kreativ zu entfalten, sondern einfach halt deren bestehendes Konzept unterstützt oder ein bisschen umstellt. Aber halt eben auch ganz klassische Unternehmen wie irgendwie die Techniker Krankenkasse oder die Allianzversicherung. Also die haben auch Wert auf unsere Meinung gelegt und ich glaube, das zeigt auch, dass trotz dessen, dass wir einfach nur ein Team aus Jugendlichen waren, die dann in Finanzthemen, in Steuerthemen, in Organisationen durch Erwachsene ergänzt wurden, trotzdem die Möglichkeit hatten, uns da reinzuschießen, wirklich da aktiv zu werden und auch in der Branche uns einen Namen zu machen. Und deswegen, das ist einfach absolut wichtig und ich glaube, das muss auch jeder machen, um halt da aktiv zu werden. Nämlich gut sein in dem, was er kann und also wirklich Know-how aufbauen, wenn man es noch nicht hat, zu wissen, was einem Spaß macht, nicht nur auf die nächsten 2, 3 Monate gesehen, sondern auf die nächsten 3 bis 5 Jahre und keinen Wert nicht die Meinung anderer Leute über der eigenen setzen. Weil hätte ich das gemacht, dann hätte ich eigentlich nach diesem Praktikum einfach weiter zur Schule gehen können und hätte jetzt vielleicht irgendwie gerade mal mein Abi gemacht. Ich habe dann die Firma Ende letzten Jahres verkauft, weil ich gesagt habe, okay, wir hatten 20 Leute, wir haben echt super Umsätze gemacht, wir haben 7-stellige Kampagnenvolumen letztes Jahr verarbeitet und auf der anderen Seite aber irgendwie auch uns halt parteiisch gemacht. Weil was ich gemerkt habe, ist am Ende, und das war wirklich entscheidend, haben wir nicht die Konzepte realisiert, die uns am meisten Spaß gemacht haben, sondern die Sachen, die am meisten Geld eingebracht haben. Klar, wie es halt wirtschaftlich am besten funktioniert. Aber mir war es einfach dann wichtig zu sagen, ich möchte zu dem zurückkommen, was mir Spaß macht. Mit Project Z machen wir jetzt quasi nicht nur die eine Schublade aus dem Schrank, die die Werbeagentur war, also einfach nur Influencer-Kampagnen, sondern eben insgesamt Unternehmensberatung. Und das kann sein, dass ein Unternehmen uns anschreibt, hey, wir wollen wissen, wie wir Azubis für unsere nächste Runde, für unsere Ausbildungsplätze besetzen können. Das kann aber genauso auch sein, Levi's, die jetzt gerade einen neuen Store designen wollen und sich halt fragen, okay, was spricht denn junge Leute da eigentlich an? Und da haben wir halt vor allem nicht nur unsere eigene Meinung mit drin, sondern vor allem halt auch die der gesamten Generation Z-Zielgruppe. Und klar, ich kann jetzt nicht viel mit auf den Weg geben, weil ich einfach erst 17 Jahre alt bin, möchte aber trotzdem einfach jedem dazu raten, A, wenn ihr vielleicht in einem Unternehmen seid, was sich mit der Generation Z auseinandersetzen sollte, was eigentlich nahezu jedes ist, dann befragt die Zielgruppe. Und damit meine ich jetzt nicht, irgendwie fragt mich, sondern fragt eure Kinder, fragt die Bekannten von denen, einfach nur, um halt ein breiteres Meinungsbild zu bekommen. Weil ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir damit nicht sowas passiert, wie dass ein Influencer dafür sorgen kann, dass die politische Meinung von der gesamten Generation oder zumindest sehr, sehr vielen beeinflusst wird, mal eben durch ein Video passieren kann, sondern dass man sich seine reflektierte Meinung bildet. Und dazu gehört, glaube ich, auch, dass jegliche Art von Organisation sich aktiv mit dieser Zielgruppe Generation Z auseinandersetzen. Und für jeden, der vielleicht ungefähr in meinem Alter ist, ich glaube, wenn einen die Eltern daran hindern, eigene Projekte zu starten, dann ist das schon ein sehr großes Hindernis, aber auch das kann man überwinden. Also nach wie vor ist mein Vater nicht davon überzeugt, dass ich mittlerweile nicht mehr zur Schule gehe und eine Ausbildung mache, also nur noch 2 Tage die Woche zur Berufsschule gehe. Ich glaube aber trotzdem, dass ich am glücklichsten bin mit dem, was mir Spaß macht und dass ich auch daran am besten bin. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass jeder sich halt auf das konzentriert, was er gut kann, wenn er nicht weiß, was es ist, Sachen ausprobieren und dann halt einfach darauf achten, dass die Meinung von anderen am Ende total egal ist. Soweit von mir. Ja, danke dir, Charles, sehr cool. Wir sind in der Zeit ein bisschen drüber, wir nehmen uns trotzdem die Zeit noch für 1, 2 Fragen. Also einfach Hand hoch, wenn ihr Charles noch was fragen wollt. Ich glaube, unser Handmikro ist
da drüben, genau. Ansonsten würde ich mal anfangen. Ich meine, erste Firma verkauft, zweite gerade am Hochziehen. Planst du trotzdem mal irgendwann eine Auszeit zu nehmen und vielleicht doch noch eine Uni zu besuchen und dich noch mit mehr Input zu versorgen? Also ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man immer jeden Tag auf einem neuen Wissensstand bleibt. Also nicht auf dem gleichen Wissensstand bleibt, sondern sich neues Wissen aneignet. Weil, das habe ich auch selbst gemerkt, jetzt, wo ich vielleicht nicht mehr 5 Tage die Woche zur Schule gehe, bin ich nicht mehr ganz so nah an der Zielgruppe. Und ich will nicht irgendwann so sein wie alle anderen, wo dann die Agenturen sagen, ja, wir verstehen Generation Z, obwohl wir sie halt gar nicht mehr sind. Deswegen ist uns extrem wichtig, dass wir uns aktiv mit neuem Wissen beschäftigen. Und auch wenn man vielleicht bei mir auf Social Media nur sieht, dass ich irgendwie 5 Tage die Woche unterwegs bin, ganz, ganz viele Projekte mache, ich nehme genauso Zeit in meiner Familie, Auszeit, hoffe, dass ich genug Schlaf bekomme, das ist auch ein extrem wichtiges Thema. Und dann eben auch zum Beispiel Sport ist jetzt gerade ein Ding, wo ich sage, okay, das möchte ich einfach höher priorisieren. Und ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass wenn in 5 Jahren wir Studiengänge haben, die vielleicht mehr auf 2024 dann angepasst sind, dass ich dann auf jeden Fall noch mal eine Uni besuchen möchte. Aber gerade glaube ich, dass das, was ich jetzt anfangen würde zu lernen, in 3, 4, 5 Jahren schon wieder längst überfällig wäre. Okay. Cool, dann noch mehr Fragen aus dem Publikum. Einfach Hand hoch, ansonsten habe ich definitiv noch eine Frage. Genau, was hast du als Unterstützung? Weil klar, ne, Marketing, das ist immer neuer, Generation Z, das sind Sachen, die kann man noch nicht an der Uni lernen. Unternehmen führen, das kannst du lernen. Und ich glaube, das verändert sich auch nicht so groß. Das heißt, wie oft versorgst du dich jetzt wirklich mit Input, was Mitarbeiterführung angeht, was Kommunikation angeht? Wir haben es heute ein bisschen früher gehört, New Work, großes Thema. Machst du dich schlau, wie du deine Leute, die du hast zum Beispiel, noch mehr einbinden kannst? Dürfen die auch ihr Gehalt selber bestimmen oder ihren Urlaub frei bestimmen? Wie bist du da unterwegs? Also mir war zum Beispiel extrem wichtig, und das ist wirklich so, dass jeder Fehler, der bei Tube Connect oder bei Project Z passiert, mein Fehler ist. Meine Verantwortung, weil selbst egal, wie weit man die Abläufe führt, am Ende habe ich die Person eingestellt, die dann den Fehler gemacht hat. Und deswegen ist alles meine Verantwortung. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, und das ist auch bei uns, das wird jeder aus unserem Team bestätigen können, dass jeder Fehler machen kann. Und die kann er von mir aus auch 2-mal machen, solange dadurch kein Schaden zustande gekommen ist, oder 3-mal, solange er jedes Mal was daraus gelernt hat. Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende, dass wenn man weiß, ich bin nicht perfekt in dem Unternehmensführungspart, weiß aber und möchte gerne offen damit umgehen, dann kann man auch sehr, sehr schnell damit lernen. Und auch gerade mit den verschiedenen Generationen. Also wir haben Leute im Team, die sind 45, 50, die wollen wirklich um 9 Uhr ins Büro gehen und um 18 Uhr zu ihrer Familie nach Hause, zu Recht. Und dann haben wir aber natürlich auch Teenager im Team, die dann um 15 Uhr von der Schule kommen und sagen, hey, bitte seid bis 20 Uhr da, weil ich muss euch dann noch ein Konzept schicken, dass ihr auf Rechtschreibfehler überprüfen sollt. Und wie viel Zeit verwendet? Ist das einfach eine Haltung, die du mitbringst? Und Learning by Doing als Gründer oder, keine Ahnung, sagst du 2 Stunden, 3 Stunden, einen Tag die Woche kündige ich mich rein um mein Personal Growth und mein Growth als Leader? Also ich habe das große Glück, dass ich ein Team an sehr, sehr, aus meiner Sicht sehr, sehr kompetenten Beratern um mich herum habe. Also wenn ich eine Frage habe, dann kann ich total verschiedene erfolgreiche Unternehmer fragen. Also zum Beispiel Carsten Maschmeyer, mit dem wir auch uns in München vor ein paar Monaten ausgetauscht haben im Rahmen von seinem Twitter-Pitch. Und auch total viele Menschen, wo ich persönlich sage, okay, die stehen da, wo ich vielleicht gerne mal in 10, 20 Jahren stehen möchte. Und ich glaube, das ist halt das Entscheidende, dass man halt sagt, okay, ich habe die Leute, von denen ich lerne. Und das nicht nur irgendwie einen Tag die Woche, sondern immer, wenn ich gerade ein Problem habe. Und das können Leute aus der Werbebranche sein, das können generell erfolgreiche Unternehmer sein oder auch Menschen, die gar nichts mit Social Media am Hut haben. Das sind natürlich Dozenten, die kann man an der Uni nicht finden. Na, mal kurz den Carsten anrufen, hey, ich habe ein kleines Problem, das ist natürlich sehr, sehr cool. Danke dir, Charles. Danke, hat mich gefreut. Cool. Und weiterhin viel Erfolg.